Herzlich willkommen zurück zu Kapitän. Es geht weiter und diesmal haben wir was Besonderes. Wir haben unser Team, kann man sagen, mein Clanschiff als Gegner. Juhu! Wo sollen wir langfahren? Ich würde sagen, lass uns nachfahren. Jawohl. Oh, was ist das? Senkan Warspite. Senjo-Kaiki mit Tocek Schmasta. Ja, scheiße. Ja, erstmal gucken. CV in Runde. Wenn er keine Zeitverzögerung drin hat, kann ich reingucken. Aber ich glaube, Patrick fährt mit Zeitverzögerung. Du ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Ist mir egal, wo der ist. Ich bin hier am Aufnehmen oder am Spielen. Ich habe keine Zeit, noch nie bei Twitch noch zu gucken. Eben. Ich fände es auch blöd. Ja, ganz ehrlich. Das kannst du machen, wenn du spielen bist und am Gucken bist, aber nicht am Aufnehmen und Spielen umgucken. Da hätte ich die 3 Bildschirme. Das ist für mich viel zu viel, das geht gar nicht. Ja. Nö, es macht ja eigentlich auch gar keinen Spaß. Nein, das ist deswegen. Nee. Was habe ich für Ladezeit für mein Schiff? 30 Sekunden. Oh, das ist echt lange. Ich glaube, bei den Russen war es noch länger. Ich glaube, es war 33 Sekunden. Das war auch schon ekelhaft. Aber ab Stufe 9 ist es etwas angenehmer. Und wie findest du deine Yudachi überhaupt? Ach, sie ist angenehm. Die ist angenehm zum Fahren. Also gerade mit den 15 Kilometer Torps. Spielst du die auf Torpedo, auch mit Torpedobeschleunigung? Ja. Das ist auch, ich finde auch Pflicht. Du hast beides. Du hast ja Nebel und Torpedobeschleunigung. Nein, ich meine den Skill. Achso, ja. Ich habe meinen Shima-Kapitän drauf. Weil, ich glaube, so sind die Teile doch sehr lahm. Ja, ich glaube, unsere TK3er-Gruppe fährt Richtung C. Sollen sie nach C fahren? Ist mir eigentlich auch gerade recht. Du, ich fahr allgemein, wenn ich auf die Seite immer spawne, fahre ich immer nach A. Außer wenn ich bei Nähe von C spawne, fahre ich natürlich nach C. Also sonst fahre ich immer nach A. Nö, ja, der ist da hinten. Und ich werde der schießen mit Drecksaie, wie ich den Typen kenne. Ah ja, logisch. Der kann nur mit Drecksaie rumballern, das ist ja kein Skill. Ich habe mit Dilon auch viel überhaupt mit keinem HE gespielt, sondern extra viel mit AP. Weil die AP ist auch richtig krank bei den Schiffen. Yay, getroffen und ab. Uns erste Schiff bei uns tot. Na, das ist normal. Ey! Der hat auf mich geschossen, aber kein Damage gemacht. Ist komplett abgeprallt. Finde ich nett. Ich glaube, es ist eher was für euch als Zerstörer, vorne ein bisschen zu agieren. Ich vergesse, ich habe das Ewigkeiten in dem Schiff nicht mehr gespielt. Au, ja, alles klar. Gleich so trifft mich genau und der macht mir fast 8000. Erstmal mit dem Schiff wieder erstmal warm werden. Wow, ich habe hier. Der hat mich 8000 gedruckt, ich mache nur 5000 mit 2 Mumpel. Jupp, alles klar. Ich glaube, die haben links meine Nagato genervt. なるほど。前は少しお疲れですか?
enemy ship is in sight. Ja, bist du offen mit Hydro, kann das sein? Sechs Schiffe gerade auf mich. Ja. Ja, die Komplettzerstörer sind auch komplett auf, sind auch weg. Ja. Ja, wenn ich da vorne halt da so allein. Ja. Ja, für mich ist es auch viel zu viel. Ich habe 215 Damage gemacht. Alter, der schießt einer aus dem Verträgsnebel. Denkst du nicht, wird der offen? Nö. Yay! Alter, Durchschlag, kein Damage! Alter, so wird das eigentlich geändert. Das ist so nervig, du machst Durchschläge und du kriegst noch nicht mal Damage schon nicht mal. Aber wie gesagt, eine wurde weggejudelt. Also was bei der Yudashi ist, einfach, sie macht nicht den HE-Schaden, wie normalerweise japanische Geschütze machen. Merkst abartig. Enemy ship is in sight. Was ich, wir eigentlich hier brauchen, ist eigentlich Spotting. Ja. Aber unsere Kunst ist alle zerstört, okay, bei dir ist es, du bist dann, du bist gestorben, also mal, du dann nicht sterben lassen, aber Rest sind wie alle in den Tod gefahren. Na gut, ich habe stellerweise 6 und 7 Schiffe auf mir gehabt. Ja, vor allen Dingen verstehe ich unseren Flugzeugträger nicht, dass er versucht, eine Fidschi anzufliegen. Eine Fidschi hat eine extrem starke Flugabwehr. Ich hab die Fidschi noch nicht mal getroffen, ich habe schon mit Einzelfeuer schon geschossen. Jetzt hat er wieder eine komplette Staffel verloren. War komisch, weiß ich nicht. Gato trifft komisch, weiß ich besser. Die Genauigkeit ist immer noch irgendwo gleich geblieben, katastrophal. Die japanische Schlachtschiffe kannst du eigentlich fast eher Nahkampfschiffe eher agieren. Selbst da sind sie treffen bestimmt noch nicht mal richtig. Ich weiß leider nicht, wie der Sigma-Wert ist bei dem Kahn, die scheiß Schiffe sind. Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Weiß ich, ich habe perfekte Salve und die trinkt sofort alle Inseln wieder ein. Ja. Aber immerhin unser Flugzeugträger hat der Jäger drüber gesetzt. Ja, 13k, das ist wenigstens, das ist faires Deal. Ja, der sehen wir in der Mitte. Also hier auch auf die Minikarte. Also Problem Breitseite kann ich auch nicht, bin ich fein. Alter, was machen die eigentlich die Helden eigentlich da hinten überhaupt eigentlich die ganze Zeit? Frag mich schon die ganze Zeit schon irgendwie.
es sein, dass der Patrick HE schießt? Nee, mit AP. Das ist der mit AP? Ja. What's this? Auf mich hat er aber mit AP geschossen. Was für die. Was macht die Wäsche plötzlich vor meiner Fresse? Soll ich ihn in einem Nahkampf bekämpfen oder was hat er da vor? Scheint so. Nehme ich gerne an. Kantai. Das nehme ich aber ziemlich sehr gerne an. Wow. Nett. Oh. Das war ein netter Treffer. Guck, ich weiß nicht, der andere ganze Spiel, der macht viel mehr Damage. Au. Na, jetzt kommt der Patrick mal rum. Ja, Mietler zieht er. 5000! 500! Alter, ohne Scheiß, ich hab Mietler zieht er bekommen. Für 500! Was soll das jedes Mal? Immer diese Mitleid-Zitadellen. Alter, das können sie doch in die Haare schmieren. Ohne Scheiß. Alter, ich habe hier 400 cm. Jeder Schiff bevorzugt euch viel besser. Mit diesen Haufen, ey. Ich bin auch ein Zerial zu stören. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Damage, die 410 ist ganz cool auf Stufe 7. Aber ich habe hier 26 Zieltreffer. Rest sind bei mir Overpens oder Durchschläge. Und es liegt aber am Kaliber. Ja, aber teils auch Schlachtschiffe Breitseite. Ja. Also, gefühlt ist es mir so in Erinnerung geblieben. Nagato. Haufen Schiff. Ich habe die Negate früher eine bessere Erinnerung gehabt. Viel genauer. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin der Meinung, die alten Schiffe brauchen noch mal wieder ein bisschen wieder Liebe mal. Teilweise wirklich auf 10 Kilometer teilweise. Ey, da treffen die Murmeln und wenn du Glück hast, von 8 Murmeln treffen nur eine Murmel. Und das ist für 10 Kilometer einfach viel zu schlecht. Wenn ich überlege, wenn ich Sinop gefahren hätte, hätte ich ohne Scheiß, hätte ich das dreifache Damage gemacht. Hundertprozentig. Das glaube ich auch, also. Ich finde, ich bin der Meinung, Wargame müssen mal die alten Schiffe, die die etwas älter sind schon, bis mit Liebe anpacken. Haben wir gesehen, ich glaube, viele tun sich nicht an, die japanische Baum durchzuweiten. Die Spinger holen gleich sich die Yamato und das ist nicht anzutun. Ja, aber eben genau, die alten Schiffe sollten sie mal wieder mehr pflegen und auch mal ein bisschen, vielleicht auch mal wieder ein wenig bevorteilen, weil es sind halt einfach die ältesten Schiffe. Ich sehe, ich habe hier Streuwert von 215 Meter. Ich nehme mal hier, was habe ich noch so auf Stufe 7? Weil mein 7er Schlachtschiff nehme ich mal. Ich habe, okay, die Gleisung ist teilweise relativ sehr auch große Streuwert hier 238 teilweise. Schlachtschiffe da. Ach, die Colorado. Habe ich die Colorado nicht? Warte mal, Premium-Schiff. Ich hatte die Premium-Schiff. Das ist ein Ginja? Habe ich das denn nicht? Nö. Egal. Mal gucken. Also ich nehme jetzt auch mal wieder einen Schlachter. Ich hab hier das Gegenstück hier, der andere Schlachterschiff hier. Die abgespeckte Nagato, ja. An der Nagato, die Magier.
Ja doch, ich finde, ich habe hier 210 Meter. Ich weiß nicht. Gefühlt sind die wie andere Schiffe viel genauer. Verstehe ich nicht. Ich habe hier alles im Zielmodifikation auch alles im Großteil bei mir eingebaut. Aber die anderen Schiffe sind von Streuwerte höher als wie mein Nagato. Das finde ich etwas. Okay, das finde ich einfach ein bisschen etwas merkwürdig einfach. Wer weiß, wer weiß. Naja, ich würde sagen, wie man hier, wie gesagt, Nagato ist eigentlich kein nicht so schlechter Schiff. Aber hat man gesehen, wenn die Sigma-Welt nicht mitspielt, ist das Ding eine Fahne-Strohflinte. Jetzt kannst du sagen, das ist hast ein deutsches Schiff, die am Schielen sind. Aber extrem schielen. Wir sagen, wir sehen uns in den anderen Schlachtschiffen. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis das nächste Mal. Tschüssi. Ciao.